Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man 2. Zu einem neuen Part. Ich bin Sito. Und ich wollte euch, wie im letzten Part ja gesagt, etwas über mich erzählen. Ich bin, muss ich sagen, ein alter Hase. Für, zwar nicht so alt, aber für Jugend. Welche für bei YouTube. Ich war unter anderem Namen, den ich nicht jetzt erstmal nicht sage, weil sonst kommen die gesamten Hater. Und ich hatte damals viele wieder aus ihren Löchern gekrochen. Und da würde ich dann irgendwie bestimmt 10, 20 Daumen nach unten bekommen, nur durch die Hater, weil ich habe damals aufgehört. Zum Glück bin ich heute gnädig mit YouTube. Na, so viel zu dir, weil das mit den Hatern so viel war und so weiter und so fort. Veränder dich doch mal beruflich. Mehr hast du nicht drauf? Weil ich habe damals Musik gemacht. Hier liegt so Spaß mit den Armen. Ja, ja. Und auch Let's Plays. Die Let's Plays sind gut rübergekommen. Und bei Musik war es erstmal Coversongs, die nicht so gut waren. Kann nur heute drüber selbst lachen, hab dann später eigene Songs auch geschrieben. Und ich hatte früher eine Geheimsprache und so weiter und so fort. Eine kleine. Und hab die dann nochmal neu zum Leben gerufen und die fanden das alle scheiße. Aber eigentlich ging das wirklich. Und ich habe da dann ein Album in der Geheimsprache gemacht und so weiter und so fort. Hatte auch schon mehrere Alben. Aber keins davon ist auf iTunes bzw. Amazon oder so. Jo, außerdem bin ich auf Gamewatch mein Video und so weiter damals. Und bis zum Aufgeben hatte ich über 100.000 Klicks und 180 Abonnenten damals. Hier ist das Geld. Jo. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, dass ich das auch mal wieder in Betrieb nehmen kann und euch dann zeigen kann. Und derweil, jetzt bin ich auch auf Gamewatch. Das ist eine Bibliothek von Let's Playern. Also da sind richtig viele Let's Player, auch Gronkh, Sarazar, Pizmeat. Und viele weitere. Und ich bin einer der wenigen, die wirklich Let's Plays für die Xbox machen. Und der erste Deutsche, der Let's Plays Spider-Man 2 ja macht und so weiter. Link dazu zu meiner Gamewatch Seite ist in der Beschreibung drin. Und jetzt machen wir weiter mit der Story. Würde ich sagen. Und ja, scheiß auf den Ballon. Dort könnt ihr alle meine Let's Plays auf einen Blick anschauen, also auch die, die danach noch kommen. Also ich finde, das ist richtig gut, weil so muss man nicht sehr viele Spiele suchen
Und auch wenn man bei YouTube zum Beispiel über eine App, das YouTube-App, Parts nicht findet, weil die in der Suche nicht so gut angezeigt werden von einem bestimmten Let's Player, sagen wir mal, Let's Play Halo von Pixmeat, weil Let's Play Halo gibt viele Let's Plays und werden dann auch nicht so viel, werden viele Ergebnisse angezeigt, und wenn das dann auf Seite 3, 4 ist, ist das dann auch wirklich ja, mies, und so hat man dann die ganzen Let's Plays auf einen Blick in einer Playlist. Und so muss man außerdem nicht auf neue Parts klicken. Man kann da aufhören, wo man das, wo man zu, auch mit einem Part zu Ende nicht, wenn man den Part nicht zu Ende geschaut hat, kann man trotzdem dort weiterschauen, wenn man den das dann vorher speichert, wenn man sich dort angemeldet hat. Also hat schon alles gute Vorteile. Nur sind wirklich zu viele Shooter drauf und auch zu wenig Spiele von Filmen und so weiter und auch weniger alte Spiele. Und das würde ich auch gern, ne, ändern, und deswegen, falls ihr Let's Plays macht, tragt euch da ein auf Gamewatch. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und es ist einfach was Gutes. Oh, Alarm. Ich sollte mich besser um den Alarm kümmern. Jo. Diese Silhouette kenne ich doch. Ich fand sie besser. Und das am Tag? Normalerweise spielt das doch in der Nacht. Naja, wie der Zufall will. Hep. Mal schauen, ob wir sie jetzt kriegen. Na bitte, und es ist Nacht. Oh, ouch. Ah, fuck, ich hab sie verloren. Oh, zum Glück nicht. Sonst hätten wir von ganz vorne anfangen müssen. Naja, soweit ist das nun auch wieder nicht. Noch einmal hoch. Noch einmal hoch. Und da jetzt hoch. Noch ein Wolkenkratzer eingesammelt von 150. Ich will hier, denke ich mal, einen 100% Run machen. Du schaffst es. Ja, komm noch ein bisschen schneller. Du weißt, dass ich dich jage, ja? Ab, hoch. Man, das ist aber immer jetzt auch eine Berg- und Talfahrt. Hep. Hoch. Es ist eine Top. Oh, ich verstehe dich nicht. Nicht schlecht. Diesmal musste ich mich fast anstrengen. Gib die geklauten Juwelen her. Juwelen? Ich hab dich aus dem Juwelenladen kommen sehen. Aus dem, mit dem lauten Alarm. Ich habe keine Juwelen. Oh doch, die hast du. Warte. Wenn wie ihr heißt du? Ich? Wisst, was ich meine. Ich bin Black Cat. Und gerade deinen Weg. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Wo
Okay. Mary Jane. Schwungtempo 3. Noch kaufen und noch 2000, noch 500 Heldenpunkte verdienen. Dann gehen wir mal zu. Vielleicht etwas abwärtssicher. Dann gehen wir mal nach da drüben hin, würde ich sagen. Da ist nämlich noch so ein Teil, wo wir rein können. Es wird auch einen schwarzen Kater geben. Waren wir hier schon? Wow. Nein. Ein gemütliches Plätzchen. Sehr heimelig. Naja, wenn man Lektor heißt. Vermöbeln. Spinsen. Und damit würde ich sagen, hätten wir auch diese Punkte, oder? Autsch. Fehlt noch ein bisschen. Such dir einen Job. Jo. Warte mal, ich hab doch einen. Na egal, ab zu Mary Jane. Wie meine Sache. Was haben wir hier? Und jetzt hör mal gut zu, das musst du dir merken. Du kannst nach dem Ausweichen mit dem Netz angreifen. Drücke dazu einfach Netz, nachdem du erfolgreich ausgewichen bist. Okay. Und 10 Heldenpunkte dazu. Auf zu Mary Jane Osborne. Oder wie sie nochmal heißt. Mit Nachnamen. Hep. Oh, überzogen. Voll überzogen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Let's Play Spider-Man 2, ich bin Sito, wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.